Was will ich denn meinen Kopf hinein? Dass ich das noch nicht hatte, überrascht mich. Das hier ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Hörte das? Ich glaube, es fängt an zu regnen. Ich sitze ja hier im Dachgeschoss. Da kriegt man das ja alles so richtig mit, ne? Wo ist denn der kleine Junge, der sein Dings wieder haben will? Warum wird er mir hier auf der Karte nicht angezeigt? Da scheint er hier ganz in der Nähe zu sein. Dann gehe ich jetzt auch erstmal dahin. Da unten ist er. Hey, kleiner Junge. Deine Lektion gelernt hast? Ich wage es ja zu behaupten, Kinder sind halt dumm. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Ich glaube nicht, dass er die Lektion wirklich verstanden hat. Nochmals danke, Ishik. Zum Glück sind meine Würfel wieder da. Haben wir jetzt eigentlich irgendeine Belohnung tatsächlich dafür gekriegt? Von ihm hier nicht, ne? Ha. Da sind wir hier ganz in der Nähe. Ach, das ist ja furchtbar. So, das muss hier jetzt irgendwo sein. Ich bin schon dran vorbei, guckt mal an. Gut versteckt, ne? Warte mal, wie dumm. Da! War ja echt gut versteckt, ey. Die Pilger erreichten den Zusammenfluss zweier Flüsse und entschieden, sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle. Wie viel fehlt uns eigentlich bei den diversen Dialekten? Ne? So ein bisschen was müssen wir noch nachholen. Ne? Ja, können ja, wenn wir jetzt gerade hier sind, können wir erstmal den Monolithen machen, oder? Zumindest mal lesen, was draufsteht. Gibt es ja dann wieder Hinweise auf einen anderen Ort. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Der Wasserfall? Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Das müsste hier irgendwo sein, ja. Ich finde es gut, dass ich da schon drauf gekommen bin, bevor die Karte mir angezeigt hat, in welcher Region ich dann suchen kann. Ah, für den anderen muss ich ganz da hoch, ne? Das ist... Na gut. Wat mut dat mut, dann halt nochmal ganz da hoch.
Aber ich bin tatsächlich relativ zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit vielleicht dann doch mal mit der Hauptquest weitermachen können. Ist ja jetzt echt nicht mehr viel, zumindest was uns auf der Karte angezeigt wird. Klar, da fehlen dann noch Sachen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich hier mal so gucke, das hier hinten, guck mal, das ist auch noch verborgene Stadt. Da waren wir noch gar nicht. Ja gut, das hier nicht. Aber das hier vorne ist noch verborgene Stadt und da haben wir ja zum Beispiel noch hier das eine. Haben wir hier irgendwo ein Grab? Naja, zumindest eine Krypta, ne? Die wir hier noch haben. Und da ist noch ein Wandgemälde und also es gibt schon noch. Ich glaube, es gibt noch das eine oder andere, wo wir hier später dann nochmal hin können. Dieses Tuckern, was er da übrigens immer wieder hört, eben gerade auch, das ist der, das ist die Heizung. Die sitzt hier quasi direkt neben dem, ich weiß nicht, nennt man das auch Boiler? Verteiler, Gasdingens mit Flamme drin. Führt zum Heizung an- und ausschalten, das Teil. Ja, wie nennt man das? Oh Gott. Machen wir wieder zum Affen hier. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Er war ganz hier oben, ne? Da ist er. Den können wir jetzt auch lesen. Offenbare mir deine Geheimnisse, o großer grüner Monolith. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Der größte von vier Brüdern. Dreht den anderen den Rücken zu. Das ist die Türme. Hallo Kater, da bist du ja wieder. Auch nicht schon wieder. Bin ich dein persönlicher Kletterbaum hier, oder was? Das wird der hier sein, ne? Jo. Das ist nützlich. Ich bin doch kein Kletterbaum. Dann komm durch. So. Entschuldigung. Kurze Katzenunterbrechung. Okay, so. Dann haben wir hier noch ein Wandgemälde. Dann haben wir es, glaube ich, ne? Zumindest von den Sachen, die das Spiel mir bisher preisgegeben hat. Und da wir jetzt auch schon mehr als genug Zeit an diesem Ort verbracht haben, würde ich persönlich auch sagen, ich suche jetzt nicht noch großartig rum. Ob wir dann hier an der Stelle noch mehr finden. Sondern wir belassen es einfach erstmal dabei dann, oder? Nur eine Sache gibt es, die wir dann gleich nochmal machen müssen. Hoch, ne? Das ist so das größte Manko an diesen Semi-Open-World-Geschichten. Ach, das war das oben auf der Klippe, ne? Ach, Scheiße. Da war ja immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Ja, wie ich gerade sagte, das ist so das Manko
Von diesen Semi-Open-World-Geschichten, die Laufzeiten teilweise. Die sind nämlich. Mitunter echt heftig. Wie kommt man denn da hoch? Ich will da hoch. Ich will da hoch. So, hier waren wir schon mal. Das führt dann zu diesem Herausforderungsgrab, aber nicht hierhin. Das ist mal anders. Also nochmal gucken. Ansonsten bin ich für Tipps und Ratschläge diesbezüglich eurerseits durchaus offen. Kann man hier hoch? Na gut, hier kann man vielleicht hoch. Aber wie geht's danach weiter? Was ist der Vorteil, den ich davon habe, überhaupt hier hochgeklettert zu sein? Da ist doch gar nichts. Da war er wieder. Gerade überlegt, ich bin letztes Mal bin ich unterbrochen worden hier, ne? Da war ich ja gerade hier unterwegs und habe gesucht und dann bin ich in den Jungen von der Hauptquest gerannt. Und dann habe ich hinterher hier gar nicht mehr geguckt, oder? Kondorfedern. Ja, guckt mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. Oh. Ich glaube, wir können den nächsten Monolith lesen. Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Na komm, Lara, schnüffel mal dran. Oder gucken wir uns die Seite hier an. Ich versuche es immer ganz kurz. Bin ich nicht innerhalb von, na gut, ich sag mal so einer knappen Minute die versteckten Informationen gefunden habe. Belasse ich es dann dabei. Spiele hier nicht nur für mein Privatvergnügen. Kann ja nicht stundenlang irgendein Artefakt anstarren und versuchen, da irgendwie draus schlau zu werden. So, haben wir das Ding auch. Holen wir uns jetzt noch den Monolithen, den wir eben noch nicht lesen konnten, weil jetzt haben wir ja den neuen Akzent. Der Gipfel dieses Berges verschwindet in dichten Wolken. Was die beiden kleineren Hügel an den Seiten des Berges darstellen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bei einigen dieser Texte von den, oh Gott, Lara, halte ich hier bloß fest. Bei einigen von diesen Texten von den Wandgemälden und so wie der gerade eben, da tendiere ich inzwischen tatsächlich dazu, die so ein bisschen auszublenden. Weil die meistens so nichts sagen und irgendwie auch uninteressant sind. Aber das heißt nicht, dass irgendwer von euch das nicht super interessant findet, was da steht. Deswegen werde ich das weiterhin alles lesen. Und einige sind ja auch wirklich interessant. Aber der gerade eben zum Beispiel, den fand ich jetzt sehr trivial und nichts sagend.
Okay, warum kann ich nur noch gehen? Das finde ich gerade sehr belastend. Das bin ich hier ganz wieder hoch. Stell dich nicht an mir, ich muss hier nur mal kurz. Das beschreibt etwas in der Nähe. 7 goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Seinen Krallen entglitten, warte ich auf dich. Sieben goldene Vögel. Okay. Da ist ein goldener Vogel. Komm zu den Bäumen. Ich muss ja mal durch. Wie weit ist der Bereich noch? Hier hinten noch lang. Okay. Das hier oben ist wahrscheinlich nicht mehr Teil, oder? Wobei doch, hier begebe ich mich quasi gerade wieder. In die Richtung. Noch nichts. Das hier sind allerdings eher Bäume. Die Frage ist ja auch, wo sind die 7 goldenen Vögel? Gefunden habe ich eben nämlich nur einen. Ah, ja, ja. So, da ist ein goldener Vogel, ne? Der ist auch im Bereich, aber wo sind die anderen sechs? Den Text finde ich sehr verwirrend. Die anderen waren ja relativ einfach. Es ist fast so ein... Ich laufe jetzt einfach alle Möglichkeiten ab, bis es mir irgendwo angezeigt wird, oder? Sorry, nochmal durch. Werde ich den Monolithenschatz noch finden? Erfahrt es. In der nächsten Folge.
von Shadow of the Tomb Raider. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.